Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Katana-Kanal. Diese drei Holzzapfen sind ein wichtiges Zubehör für alle Leute, die regelmäßig Schnittübungen mit ihrem Samurai-Schwert machen. Warum wir sie einzeln verkaufen, woraus die Zapfen bestehen, wie sie genau benutzt werden und alles weitere rund um diese Ersatzzapfen für Tamishigiri-Stände erzähle ich in dem Video von heute, also viel Spaß. Ein Tamishigiri-Ständer ist eine Halterung, auf die bei Schnittübungen mit dem japanischen Schwert diese Reisstrohmatte draufgesteckt wird. Und diese Zapfen hier bilden quasi das Verbindungsstück zwischen der Matte und der Halterung. Die stehen etwas aus der Halterung raus, das ist wichtig, damit man die Matte draufstecken kann. Sonst hat die Matte keine Stabilität. Also diese Zapfen hier sind auf jeden Fall ein Muss, wenn man Schnittübungen machen möchte mit Tatami-Matten. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dabei Zapfen zu benutzen, die das eigene Schwert nicht kaputt machen. Es ist so, dass wenn die Tatami-Matte erstmal über den Stift gesteckt ist, man nicht mehr genau sieht, wo er endet. Natürlich weiß man es noch ungefähr. Ein hilfreicher Trick ist, die unterste Bindung an der Tatami-Matte auf die Höhe des Zapfens zu setzen. Aber man versucht, die Matte möglichst weit zu schneiden, bis kurz vor dem Stift. Und da kann es einfach mal passieren, dass man sich verschätzt und mit dem Schwert auch den Stift trifft. Wir benutzen als Material für die Zapfen deswegen Kiefernholz. Kiefernholz ist relativ weich und wenn das Schwert dann wirklich mal auf den Zapfen trifft, geht wahrscheinlich eher der Zapfen kaputt, weil man ihn eigentlich mit dem Schwert durchschneiden kann. Deshalb ist nicht zu empfehlen, dort härteres Holz zu benutzen oder irgendwas aus Metall, was die Matte hält. Dann macht ihr euch im schlimmsten Fall das Schwert kaputt. Also es kann relativ schnell passieren, dass man einen Ersatzzapfen braucht. Weil uns Kunden immer wieder danach gefragt haben, bieten wir dieses Ersatzzapfen-Set einzeln an. Passend zu den Bohrungen bei den Tamishigiri-Ständern aus unserem Shop haben die Zapfen einen Durchmesser von 15 mm. Das dürfte auch für die meisten Tamishigiri-Ständer am Markt passen. Also wenn der Zapfen durchgeschnitten wird, braucht man auf jeden Fall einen neuen. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt. Und zwar sind die Tatami-Matten, die man schneidet, ja gewässert. Und hier vorne hat der Zapfen eine Spitze, dass man die Matte gut drüber stecken kann. Mit der Zeit verwässert das Holz aber durch die Feuchtigkeit von der Matte und irgendwann ist die Spitze hier vorne dann komplett aufgeweicht und man kann die Matte nicht mehr so gut drüber stecken. Spätestens dann braucht man auch einen neuen Zapfen. Also im Schnitt würde ich sagen, vielleicht zwei Zapfen im Jahr verbrauchen wir zumindest bei unseren Tamishigiri-Ständern. Ich denke, das wird auch ein regulärer Schnitt sein. Kommt natürlich darauf an, wie oft das Ganze benutzt wird. Aber auf jeden Fall ein sinnvolles Zubehör. Ich verlinke das Zapfenset unten in der Beschreibung. Für die Tamishigiri-Ständer im Allgemeinen kann ich schon mal ankündigen, dass es bald eine Erweiterung in unserem Sortiment gibt. Vorab habe ich schon mal erklärt, was es mit den Ersatzzapfen auf sich hat. Also dann mach es gut und wir sehen uns beim nächsten Video.